Es ist St. Patrick's Day und wir sind jetzt in der Brauerei Vorenburg. Bei mir ist der Andreas Rosa, Brauereimeister. Und ihr habt euch ganz ein besonderes Einfall erlaubt für den heutigen Tag. Ihr habt grünes Bier. Wie ist es dazu gekommen? Naja, die Iren sind ja weltweit bekannt und färben im Prinzip ja alles ein, was es gibt. Also ich glaube, das beste Beispiel ist der Michigan River, der auch grün eingefärbt wird in Amerika. Und so haben wir uns gedacht, es gibt irische Pubs, auch hier. Es schwappt immer weiter rüber, Halloween wird gefeiert, also warum sollen wir nicht auch den St. Patrick's Day, den irischen Nationalfeiertag, feiern und grünes Bier machen? Auslagen dort, super. Das wievielte Mal machen wir denn das? Das zweite Mal erst. Also letztes Jahr sind wir draufgekommen und haben dabei bei Gastronomen mal gefragt, habt ihr Interesse dran? Und das Echo war eigentlich ganz gut und es ist sogar nachgefragt worden, bitte macht es noch ein bisschen mehr. Der Erfolg hat uns motiviert, dass wir es einfach heuer wiederholen. Super, und wie wird denn so ein Bier hergestellt? Im Prinzip relativ einfach. Man versucht aus dem Korn den Zucker rauszulösen, den in solche Zuckereinheiten zu spalten, dass die Hefe ihn nachher vergären kann. Und dann hat man obergärige oder untergärige Hefen, die eben die Gärung durchführen, kommt die Kohlensäure ins Bier. Das Bier wird dann, wenn es filtriert ist, werden soll, filtriert. Unfiltriert, Hefeweizen oder Kellerbier bleibt unfiltriert und wird dann abgefüllt. Ganz einfach. Und dann kommt jetzt zum St. Patrick's Day eine Farbe dazu. Was tun wir denn da für eine Farbe dazu? Naja, das Bier ist gelb. Wenn ich jetzt grüne Farbe dazugeben würde, wird was anderes rauskommen. Man muss blaue Farbe nehmen. Ja, interessant. Und wie viele Liter machen wir von dem grünen Bier? Also heuer sind es 2.500 Liter. Eben wir fragen im Vorfeld, Gastronomen wollen das haben. Und wir machen eben genau die Menge, die wir brauchen, mit ein bisschen eine Toleranz noch drin. Aber nach St. Patrick's Day will keiner mehr grünes Bier. Und ist das Bier nur in der Gastro erhältlich? Ja, es ist nur in der Gastro. Wir hatten uns das überlegt, ob wir es auch in eine weiße Flasche abfüllen. Sieht sicherlich hetzig aus, aber letzten Endes ist dann immer die Frage, wie viel geht dann tatsächlich. Und als Gastroartikel im Fass ist es natürlich, das wird ausgeschenkt. Also wenn nicht morgen, dann übermorgen oder das Wochenende bietet sich an. Also in dem Fall am Wochenende ab in die Gasthäuser im Land. Haben da für andere Feiertage auch schon ein besonderes Bier geplant? Also geplant ist immer so die Frage, man hat immer ein bisschen was immer einen Jolly Joker sozusagen. Letztes Wochenende war Familienwochenende am Sonnenkopf beispielsweise und da habe ich ein dunkles Weizen extra für den Sonnenkopf gemacht gehabt. Also das ist schon, ich lege da schon sehr großen Wert drauf, dass wenn sich irgendwie die Möglichkeit bietet, dass man ein bisschen was außer der Reihe machen kann, weil es ist für mich schön, es ist für die Brauer schön, Routine haben wir schon und wenn dann was außer der Reihe ist, meistens sind es die Verkäufer oder die Buchhaltung, die halt dann verzweifelt, aber. Also gibt es vielleicht einmal ein besonderes Bier zum Valentinstag? Gut möglich, man weiß es nicht, aber wir sind kreativ.